Mein Name ist Dorit Markreiter und ich habe die Ausstellung Really für das MUMOK konzipiert. In meiner Arbeit dreht es sich viel um das Verhältnis zwischen Körper und Architektur, wobei die Architektur über die Jahre schon eine Hauptrolle spielt. Und in dieser Ausstellung gibt es eine oder mehrere zentrale Arbeiten, die sich durchziehen. Die eine ist Mirror Maze. Die Arbeit, die ich im Wiener Prater gedreht habe, spielt in einem Spiegelkabinett, das aus den 50er Jahren stammt. Es ist so ein Spiegelkabinett, wie man es kennt. Es gibt Zerrspiegel, es gibt ein Spiegellabyrinth, aus dem man kaum herausfindet, wo einen Leute beobachten, wie man quasi durch die Gänge irrt. Man spiegelt sich immer selbst, man wird beobachtet und befindet sich in einer Art abstrakten Architektur, die den Raum immer wieder verzerrt. Es gibt aber auch noch andere fotografische Arbeiten, die sich durchziehen, die auch das Thema Architektur behandeln, das Thema Film. Es handelt sich einerseits um Architektur, die insofern filmische Räume sind, dass sie als Filmsets schon gedient haben. Oder es sind Räume, in denen sich Bewegungen abspielen und so das Medium Film zum Tragen kommt. Es gibt noch eine andere Arbeit, die ich neu für das MUMOK konzipiert habe. Die trägt den Namen Boulevard, auch eine filmische Arbeit, eine Arbeit, die sich mit dem Neon-Museum in Las Vegas beschäftigt. Das hat folgenden Hintergrund, dass in Las Vegas die Zeichen und die Architektur in Zusammenhang stehen und die Zeichen quasi die Architektur übernehmen.